Hallihallo und willkommen, die Nachbarsbauern. Zwei Ahnungslose voller Tatendrang im leckenden Wald. Oh Gott, oh Gott. Andi hat hier wieder beladen in der Zwischenzeit und das Holz leckt ein bisschen hier gerade. Und er hat es mir jetzt zugetraut, jetzt soll ich mal fahren hier. Ja, gut. Mal gucken. Vielleicht kommen wir heile an. Vielleicht. Vielleicht magst du ja auch den Purzelbaum, die Schnelllade-Version. Ja, Gacki, also was denkst du? Kriegen wir das Sägewerk damit voll? Ich meine, da liegt ja schon jetzt ein 2-3-Stämmchen da auf, ne? Boah, ich muss mal kurz was gucken. Na gut, es würden 110.000 Liter ins Sägewerk reinpassen. Ja, und ein so ein Baumstamm hatte ja irgendwie 3000 Liter. Naja, gut, das wird man nicht ganz schaffen. Es müssten ja 30 Baumstämme sein. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ganz so viel sind es dann doch nicht, ne? Ja. Und da ist auch, glaube ich, der eine oder andere Totholzbaum noch mit dabei. Naja, ja, guck mal, wird schon schief gehen. Ja, das letzte Mal waren es ja 19.000 Liter. Das heißt, man müsste aber vorher. Da war ja nicht voll beladen, ne? Ja gut, wir haben jetzt noch 8000 Liter. Ich habe gerade kurz im Menü geguckt. 8000 Liter sind noch drin im Sägewerk. Gucken wir mal, wie viel es gleich sind. Soll ich dir mal ein bisschen helfen, Gacki? Nein, 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 nein. Weg da, weg da. Ich muss hier um die Kurve fahren. Ich wollte dich dir nur ein bisschen Schwung verleihen. Ey, das leckt hier mit den Baumstämmen, das ist die wahre Pracht, ey. Ja, bei mir auch. Also das ist nach wie vor so. Jetzt gucken wir mal, ob ich das besser hinbekomme. Ja, ja. Ja, sehr schön. Der kippt ein bisschen über, wenn man da. Es geht. Ja. Er nimmt schon. Der Anhänger mit jedem Baum, der rauskommt, einfach sich bewegt. Mach halt die Spanngurte lose. Nee, noch nicht. Hast ein bisschen Angst? Guck mal. Ah. Sehr schön. Holz, 17.000 Liter, 19.000 Liter. Oh. Zum Glück dauert es ja nicht lange. 20.000 Liter. Wir haben 3.000 Liter Bretter schon. Und? Ja, können wir ja mal gucken. Kannst ja mal kurz. Die Wände müssen wir auch schon eine Palette haben. Kannst ja mal kurz mitkommen. Boah, hier. Ach nee, warte mal, wir sollten die einfach mal auf Auslagern stellen. Ja, das wäre vielleicht. Damit das auch rauskommt, weil hier spawnen. Wo ist er? Ne? Ach, hier ist eine Palette mit. Ja. Lange Bretter. Und hier haben wir. Hier müsste was spawnen, da müssen wir es mal. Und ansonsten, komm mal mit. Hier drüben ist der zweite Spawnpunkt. Hier ist nämlich nochmal lange Bretter. Ah ja, okay. Aha. Hier sind dann die anderen Sachen praktisch. Und genau, da kann ich dir auch nochmal was zeigen. Hatte ich dir ja erzählt gehabt. Ducky, was ist das? Das sind leere Paletten. Und ich meine. Aber das ist da ist irgendwas schief gelaufen. Wir haben aber keine Fehler in der Lok. Woodbeam Pellets sind die letzten, die hier. Weil hier drüben ist auch irgendwas 100 Kilo schwer ist, das auch eine Alpha-Wand hat, aber es ist nicht da. Palette.
Das ist eine gute Frage. Vielleicht sind die nach dem Server-Neustart da. Genau, und ich hier hinten, warte mal, wo bist du? Ach ja, ne? Ja, hier hinten, Schägewand. Ja, ja, da ist, irgendwo ist dieser gelbe Trichter. Genau. Hier. Die Trichter? Hier kannst du die Sachen reinmachen, um Hackschnitzel zu machen. Ah, okay. Musst du halt oben reinschmeißen und dann wird das zu Hackschnitzel verarbeitet. Sehr gut, aber wir wollen ja Sachen verkaufen. Oh, deine LKW ist immer noch nicht abgeladen. Okay, jetzt sind die Bäume runtergefallen. Ja, ich muss wohl wieder einsteigen. Ja, das ist schwierig mit der Schwerkraft, ne? Die ist nicht immer da. Das ja. Habe ich bei den Ballen auch schon gemerkt. Aber die Frage ist, dann müssten das eine müssten Bretter oder Holzbalken gewesen sein, weil die Fertigwand sind erst. Ja, die wird gleich erst fertig, ja. Oder vielleicht geht es ja, wenn man es eben auf dem Frontlader oder so hat. Ah. So. Aber 40.000 Liter mal jetzt drin, gleich. Das ist schon mal. Na, guck mal, dann waren der Anhänger 30.000 Liter. 8.000 Liter. Ja, 8.000 waren drin. Mhm. Und immerhin für knapp 23 Stunden hat das Sägewerk jetzt Material. Ja, gut. Ja. Dann Return. Ja, ist die Frage, ob wir jetzt die Nacht durchspulen wollen, schnell? Genau, noch ein bisschen im Wald. Ich meine, ist jetzt nicht so zapfenduster. Wir haben ja die Fahrzeuge mit Licht dabei. Okay. Eigentlich egal. Und es wird ja eh jetzt wieder ein bisschen dauern, bis wir oder wir können jetzt die Mission schnell machen. Aber ja, es ist jetzt. Ist halt auch blöde, oder? Ja, bei der einen fehlen nur noch zwei Bäume. Die habe ich noch wieder mal nicht gefunden. Ah, die, wo hier gleich rechts ist, oder? Ach nee, die hast du noch nicht abgeschlossen, ne? Nee, da hattest du ja den letzten gefunden gehabt. Genau. Nee, direkt hinterm Sägewerk ist noch eine gewesen. Oh Gott, ja, da geht's rein. Ich sehe meine Maßbandmarkierung, okay. So 500 Kilometer gegen den Wind. Sind wir hier schon? Nee, nach dem Fluss, ne? Ach ja, genau. Hier ist die legendäre Straßensperre, die jetzt muss ich mal gucken. Funktioniert. Ja, für mich funktioniert sie. Ach so. Ich bin mal dagegen gefahren. Wie gesagt, muss man gucken, wenn hier ein Auto. Ja, ich guck mal, wenn ein Auto kommt. Ich drehe schon mal und parke. Genau dann zu dem Zeitpunkt, wo ich gucken will, wie es funktioniert, kommt. Ach doch, da kommt einer. Hallo, Sie. Machen Sie mal ein bisschen schneller. Können Sie mal demonstrieren, wie Sie die Holzpalette hier umfahren? Oh. Ja, gut. Kann man so machen. Ja, hier so? Passt das? Ja, ist egal. Okay. Ja, gut. Ist die Frage, sind da jetzt noch welche zum Rausziehen oder? Ja, das sind schon, da liegen, das sind noch einige. Ich meine, wir haben hier vorne das bisschen geschnitten hier noch. Kann man ja noch rausziehen. Dann hier hinten ist noch ein ganzer Baum. Und hier stehen noch einige. Da liegen noch einige Bäume, glaube ich, drin. Ja. Na gut, dann positioniere ich mich wieder da irgendwie. Komm mal mit deiner Seilwinde zu mir. Da ist nämlich ein Baum, der ist ein bisschen versteckt. Und warte mal, wie immer den. Ich glaube, den müssen wir hier rausziehen.
Au! Da hatte ich mal eine Seilwinde im Kopf. Probier's mal. Weil der ist nämlich hinter der Grenze. Ich kann den. Vielleicht packst du das Schiebeschild hoch. Fahren willst. Dann die Äste ein bisschen wegmachen, wenn das hilft. Ja. Ich guck, kann ob auch du mal irgendwo von, hängst. Ich versuche mal mehr erstmal in Flucht von dem Baum zu ziehen, aber es ist aber nichts wirklich, was hier im Weg sein sollte. Was eigentlich frei. Ach, da ist ein Felsen. Da ist ein Felsen. Du musst wirklich mal in Flucht ausziehen, ja. Ja, ich komme da nur irgendwie nicht über den Ding drüber hier irgendwo. Ja, weil da. Oh, Wo ist der jetzt hergekommen? hallo Giftpilz, guten Abend. Oh, irgendwo, es bewegt sich doch. Oh. Warte mal, wir machen es anders. Ich mach mal ab und dann ziehen wir den von hier oben. Wo ist da das Ende? So. Okay, zieh mal runter und versuch den mal zu drehen mit dem dicken Ende nach unten quasi. Musst du aber schräg. Keine Chance. Keine Chance? Nein. Warum nicht? Weil der Arsch hinten hochgeht und. Ja, weil wahrscheinlich die Spitze gegen die. Ach nee, ah, fuck, warte mal, wir haben hier. Der liegt hier vor dem Baum. Warte mal. Mach den doch in gleichen Stücke hier wieder. So. Halt mal hier ein 9 Meter Stückchen ab. Okay. Ich habe Standbild. Ich hab dies. Oh, jetzt nicht mehr. Ah, doch. Hui. Das war jetzt eben ein 5 Sekunden Standbild. Okay. Ja, weil ich den Baum durchgesägt habe. Das war natürlich, also. Wir wissen alle, ein Baum durchsägen ist schon ein bisschen tödlich für die Performance. So, okay, du kannst. Oder auch nicht. Warum willst du denn da runter? Fahr doch da so schräg Richtung, Richtung Anhänger runter. Es ist ja Richtung Anhänger, aber der dreht sich halt in alle Richtungen irgendwie. Langsam anziehen, nicht Vollgas. Doch, Vollgas. Vollgas ist das einzige Gas. So, jetzt probieren wir das mal anders. Wie war das? Oh, ja. Hervorragend. Wie ausgemessen am Baum vorbei. So, da kommt jetzt aber ein bisschen Gestrüpp. Ich weiß nicht, ob sich das. Das Gestrüpp kannst du wegmachen. Den kannst du wegsehen. Ja. Okay, habe ich. Mehr Gestrüpp, was man sägen kann. Hervorragend, Gacki. Ich würde ihn so legen lassen. Warte mal. Aber wie machen wir das am dümmsten? Ich glaube, wir ziehen den. Zieh mal an. Mit der Seilwinde. Ich weiß nicht, was passiert. Irgendwas wird schon. Bestimmt. So, das ist die Spitze vorne, die ich abgesägt habe.
Reicht. Dann haben wir hier hinten noch ein Bäumchen. Oh, doch, geht schon, Stefan. Geht alles, geht alles. Du kannst? Ja, ich bin schon dabei. Ich höre das ja, wenn er angekoppelt ist. Weil er dann die Motordrehzahl hochgeht. Mhm. So, ich komme dir mal entgegen. Okay. Ach, warte mal, ich habe was vergessen. Okay, warte mal, ich glaube, wir müssen. Warte mal. Oh. Halt. Was ist das? Was sind das für Lecks? Ja. Es ist nicht die höchste Ausbaustufe. Okay. Ich frage mich jetzt nicht, wie viel wir hier drin haben. Warte mal, muss ich mal kurz gucken. Was ist die höchste Ausbaustufe? Achso. 155 PS. Wir haben gesagt, dass wir die Sammelobjekte nicht holen, weil das die sind uns einfach zu überdimensioniert. Der Bent hat, glaube ich, haben wir den auch in der niedrigsten Stufe erstmal? Der hat dann 165, glaube ich. Warte mal, ich fahr mal ein Stück zurück. Ja, der hat 165. Bremse lösen, ja. So, passt. Ja, achso, hab ich noch, ja. Mal gucken, ob wir jetzt eindrehen können. Okay, geht. Warte mal, wir machen es anders, da, Kaki. Kein Problem. Oh, diese Lecks, das ist ja... Warum ja, einfach anders. Das Ding ist halt, wenn so ein Sammelobjekt irgendwie 50.000 Euro bringt, das ist einfach zu viel, finde ich. Ja, vor allem wir wollen wir wollen unseren Erfolg erarbeiten. So, genau. Ich habe ja den als 900er bei mir auf der NF Marsch, da hat er auf jeden Fall mehr PS. Gut, ist auch der neue. Da habe ich ihn auch in der größten Ausbaustufe. Wir mussten ja am Anfang mit dem Geld haushalten. Nicht so wirklich. Aber jetzt nur ein halber Baumstamm. Hallo, ich winde doch gar nicht mehr. Bleib mal stehen hier. Danke. Und wenn ich jetzt zieh mal. Ah ja, okay, jetzt geht was. Ja, da ist natürlich jetzt der Hallo. Ja, das Problem ist, weil du hast den Baum hier wieder schief gestellt, als du aufgezogen wurdest. Und da war der Baum davor. Fahren wir wieder runter? Nee. Hier irgendwas? Aber, ne, die Alpha-Wand. Dann machen wir das. Dann ziehen wir den erstmal so raus. Warte mal, ich halbiere den mal. Nee, lass mal. Mach ihn jetzt mal dran. Achso, ich hab falsche Taste, weil man hier fünf verschiedene Tasten braucht. Zieh den mal nach oben, ja. Warte mal. Den anderen gleich mit hoch. Wenn ich jetzt lass ihn mal dran. Oh. Ja, ich wollte, warte mal. Warte. Ich mach's. Jetzt zieh mal. Okay, das hat nicht so gut funktioniert.
Ja. Jetzt habe ich beide abgemacht. Hervorragend, wie das funktioniert hier. So. Okay, jetzt ist nur einer dran. Warte mal, jetzt fürs Pokerpool mal was anderes. Ich kann es auch nicht wegdrücken. Weiß nicht, normal müsste das gehen. Aber ich würde sagen, liebe Leute bei YouTube, ob wir das hier rausbekommen, werdet ihr in der nächsten Folge sehen. Weil für den Moment machen wir nämlich hier erst einmal Feierabend. Bei Twitch sind wir noch weiter live und experimentieren hier weiter. Oder würde ich sagen, guckt einfach wieder rein oder ansonsten in den Livestreams. Ja, das soll es gewesen sein. Bis dann, macht's gut. Tschüss. Ciao, Däumchen da lassen nicht vergessen. Bis zum nächsten Mal.